Und damit herzlich willkommen zurück zu Age Vampires 3. Wir spielen die letzte historische Schlacht im Kooperativmodus. Letzte insofern, dass wir alle anderen schon gespielt haben und dass auch die letzte zeitliche ist. 1855, die Ära der Prinzen. Und damit geht auch die Ära der historischen Schlachten hier fürs Erste zu Ende auf dem Kanal. Schöne Überleitung, genau, hier mit der Ära der Bratzen. AOE auf diesem Kanal, tja, das ist auch so ein Thema. Also grundsätzlich ist das natürlich einfach eines unserer Stammprojekte immer gewesen und liegt uns natürlich auch nach wie vor am Herzen. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt alle historischen Schlachten durch. Die Kampagnen kann man nicht im Koop spielen, meines Wissens aktuell. Insofern sind wir momentan etwas ratlos, was wir so an Age of Empires 3 Content bringen sollen. Wir haben überlegt, halt nochmal in den Multiplayer einzusteigen, haben aber davor relativ viel Respekt momentan, weil wir gar nicht mehr mit der Meta vertraut sind und in Zukunft leider auch auf absehbarer Zeit wenig Zeit haben werden, uns da wieder reinzufuchsen. Zumindest nicht in der Intensität, wie wir es schon gespielt haben. Absolut. Da können wir aber auch, am Ende vom Video nochmal drauf eingehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir diese Kolosseumskarte mit 100 Schuttelkriegern überleben. So sah es zumindest gerade aus. Das Dorf in der Nähe erreichen. Das, ja, ich glaub, kriegen, das kriegen wir hin. Ja. Also insofern, wir wollen es nicht kategorisch ausschließen, dass es hier nochmal H3 Multiplayer gibt. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel versprechen. Medizinische Füchse um ein Kadaver. Doch die Menschen leiden und hungern. Kassa, bitte helft uns, damit wir nicht zugrunde gehen. Ich werde nicht zusehen, wie mein Volk leidet. Ich werde ihm seinen rechtmäßigen Besitz zurückgeben und die Herrschaft der korrupten Kriegsherren beenden, okay. Das Land verwüsten, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Ist recht. Okay. Das ist ein ganz klein bisschen melodramatisch, oder? Ich bin übrigens nicht bei dir. Ich merke das. Das war vielleicht nicht so klug. Nee. Weniger. Ein Schuttel habe ich hier hinten noch, einfach noch stehen. Jetzt haben wir erstmal alle Einheiten verloren. Ja. Das kann man so festhalten. Also ich meine, gut, okay, ich hätte mich da jetzt nicht im Alleingang reinschmeißen müssen, das ist schon klar. Aber an sich müssen wir doch hier hoch, oder? Naja, zumindest ist ein Ziel da oben markiert. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das der Plan war. Ja, wir hätten nur ein bisschen besser auf unsere Einheiten aufpassen sollen, glaube ich. Also in dem Moment, wo du halt alleine gegen die Shuttles kämpfst. Ja. Kickt halt Lanchester Square Law leider so ein bisschen rein. Okay, hier sind aber neue. Ja. Kommst du mit? Nee, gerade nicht. Ich warte erstmal auf meine Unterstützung. Ah. Wo hast du denn noch Unterstützung herbekommen? Unten aus dem Dorf. Konntest du da welche bauen, oder was? Nein, die haben mir welche generiert. Ah. Ja, ich will die Stadt auch noch nicht angreifen. Die Leute sind nur ein bisschen zu dumpfes Pathfinding. Himmel, Herrgott, entspannen sie sich. So. Hier oben sind halt noch so zwei, drei Units. Ja, alles gut, ich bin da. Aber halt auch Felder. Absolut crazy Sprachausgabe. Haben die Äthiopier? Ich habe die ja nie gespielt. Haben die auch im Spiel so eine krasse Soundausgabe? Dieses Lenegus Hutchin, oder was sie da immer sagen. Ja, der hat so richtig. Also, ich habe. Das ist wirklich. Ich habe gar keine Ahnung von afrikanischen Sprachen. Nee, ich auch nicht. Sollen wir die Dorfbewohner da killen, oder? Oha! Digga. Ja, klar, sicher. Komm ran. Zum Thema, das sind ein bisschen viele Einheiten. Ja, versuch die ein bisschen zu kiten, wenn es irgendwie geht. Ich habe keine Einheiten mehr. Ja, aber also während du noch welche hattest. Ich glaube, wir ich hätten kann halt nicht kiten. Patrouille anlegen. Wieso nicht? Also ich. Also einen da stehen lassen mit dem Rest weglaufen. Ach so, ich hab ja Fernkämpfer, kann schießen. Ja gut. Ich würde sagen, das spielen wir nochmal. Und ja, vielleicht, das glaube ich auch, aber vielleicht diesmal wir hätten, nicht, ich, nicht in diese Patrouille reinlaufen sollen, das wäre sinnvoll gewesen. Ja, pass auf, nächstes Mal gucke ich, dass ich erst loslaufe, wenn du auch deine Augen und deine Motivation da hast, mitzukommen. Und das macht ja auch Sinn bei einem Koop-Modus, dass man sich tatsächlich ein bisschen abspricht, das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert in der Runde. Nee. Das kann man allgemein so festhalten. Du könntest mich nochmal einladen. Dann ja, ich bin schon dabei. Das braucht immer so lange, bis die Menüs geladen sind und alles. Ich habe die schon eingeladen. Was haben wir denn heute im Menü? Im Menü haben wir heute immer noch die Ära der Prinzen.
Ja, ich meine, unsere Absprachen bei solchen Sachen waren auch nie die besten. Ich glaube, das ist auch das, was immer enorm Unterhaltungswert hatte für alle Beteiligten. Kommt dann aber natürlich in solchen Missionen, wo man dann sehr wenig Einheiten koordinieren muss, auch umso schwerer zum Tragen, obwohl es ja eigentlich einfacher wird, dadurch sich abzusprechen, dass man weniger Einheiten hat, ist ja einfacher. Ist richtig, ja, an sich. So, das kann man nicht skippen hier, den Quatsch. Boah, das aber laggt auch brutal am Anfang, ne? Ja, wobei du bei mir gerade auch so ein Schneckensymbol hattest, also. Okay. Ich weiß nicht, ob die Server oder wir oder was auch immer. Das hat also der Start dieser Mission hat jetzt die ganze hat jetzt bei jedem Mal geleckt, deswegen. So, was hatten wir denn hier eigentlich nochmal zu tun? Wir mussten die jetzt irgendwie da verteidigen vor dem Angriff da. Genau, da oben kommt jetzt ein Angriff und da schmeiße ich mich jetzt auch direkt mal hoch. Nein, bitte nicht. Du musst da deine Nahkämpfer nicht wasten. Wir haben da doch verbündete Truppen, lass die doch da kämpfen. Aber kein Grund, da deine Nahkämpfer zu wasten. Spawnen die denn von alleine nach? Ich dachte, dass es vielleicht auch sinnvoll ist. So, die Schätze hier, den einen Schatz, der ist auf jeden Fall zu strong, aber wir müssen jetzt halt nach oben, ne? Ja, ja, und mehr Einheiten kriegen wir halt nach einer gewissen Zeit, aber jetzt halt noch nicht sofort. So, und du hast da jetzt noch Schotels gekriegt und ich habe hier noch ein paar Dutz gekriegt. Wobei es kann... Ich weiß nicht, ob ich die von Anfang an hatte oder gerade erst gekriegt hatte. Ich habe noch einen bekommen, aber wir müssen jetzt trotzdem halt nach oben. Ja, ja, das ist alles gut. Nein, also ich habe mich nur gerade gefragt, ob die Einheiten, die ich da vorhin entdeckt hatte, halt schon also quasi in diesem Punkt der Spielzeit da waren oder ob ich die dann erst in der Situation, wo ich gedacht hätte, dass sie gespawnt sind, halt erst bekommen habe. Wie gesagt, einfach also im Zweifelsfalle deinen Loot tanken lassen, den können wir da aufkratzen. Ja, mache ich gerade. Oder solange die da halt dumm hinterherlaufen, so jetzt kannst du da mal engagen. Naja, und genau, nicht zu weit von mir weglaufen, weil hier sind überall Patrouillen, in denen man reinläuft. Die hätten wir zum Beispiel, glaube ich, gar nicht töten müssen. Ja. Aber die sind sehr auf dich fokussiert, das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Ich so semi, aber okay, gut. Ja, besser die hauen dich dann als mich. Weiter in den Norden. Ja, du kannst halt zumindest dann, ich sag mal, Shots, auch wenn es eigentlich Speere sind, aber rausbekommen. Ja, so. Jetzt haben wir nochmal ein paar Einheiten hier bekommen. Spannenderweise kriege ich nicht die Gascania. Ich weiß nicht, ob das falsch geskriptet ist, aber... So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht gleich in diese Patrouille wieder reinlaufen, die uns da jetzt eben gekillt hat. Lass uns bitte mal das Ganze ein bisschen strategisch machen. Und wir machen das von ganz links, ja. Ja, und vielleicht sollten wir die Dorfbewohner in Ruhe lassen. Weiß nicht, ob das angreifende Dorfbewohner eben das getriggert hat. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch, dass wir versuchen, nur die Felder anzugreifen. Das hat ja gut funktioniert. Ja, weg. Wow. Okay, wir können die da unten in unsere Verbündeten reinbaiten, die helfen auch noch ein bisschen. Ja, aber ich habe ja trotzdem jetzt schon wieder fast alle Schotelkrieger verloren, also. Naja, das lässt sich glaube ich nicht vermeiden an der Stelle. So, dann machen wir jetzt hier eben die Dorfbewohnerin noch platt und jetzt machen wir den Speicher hier noch platt. Also die kamen zumindest sofort angerannt, als wir den Dorfbewohner angegriffen haben. Ja, ich weiß, in der Sekunde. Was das damit zu tun hatte. Oder ob das nur unglückliches Timing war, keine Ahnung. Ja, zu den nächsten Getreidespeichern mit meinen 3 Units. Ich würde jetzt einmal kurz abwarten, ob irgendwas passiert, wenn dieser Getreidewagen da unten irgendwie ankommt. Ob wir dann vielleicht nochmal irgendwie Einheiten kriegen oder so, man weiß es ja nicht. Ich denke mal, dass wir ansonsten halt auch weitere Einheiten... Achso, Grün läuft jetzt schon alleine vor, okay. Soll er gerne mal machen, dann kann er auch ein bisschen scouten. Ja, da sind tatsächlich weitere Shuttle-Krieger gespawnt, aber wir kriegen die nicht. Freunde. Was ist das denn für eine... Also ich weiß nicht, ob die Mission irgendwie einfach schlecht geskriptet Grün lässt sich da jetzt gerade komplett killen. Ja, dagegen haben wir doch auch absolut keine Chance, also... Also ich habe jetzt auch wirklich nicht versucht, meine Units zu wasten, so. Nein, alles gut. Ich bin nur so ein bisschen am Überlegen, ob die Mission, wie gesagt, einfach irgendwie komisch geskriptet ist oder so, weil, also wie gesagt, da sind jetzt bei diesem Turm tatsächlich jede Menge Schotel zu spawnen. Ja, ich weiß. Aber wir kriegen die halt nicht. Gibt's hier noch irgendwie, warte mal... Ich gucke hier gerade mal links, ob ich hier noch irgendwo Units finde.
Vielleicht, also, weil es haben sich uns ja gerade Units angeschlossen, weil wir welche random auf der Karte gefunden haben. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Also, der Tipp dazu ist tatsächlich der, ihre Truppe ist zu klein, um es mit einer feindlichen Armee aufzunehmen. Sie sollten also sich möglichst hinter feindlichen Linien schleichen und so schnell wie möglich die Vorratskammern plündern. Ah, guck mal. Wir haben jetzt ein Kloster bekommen. Was bringt uns das genau? Ah, das heilt, ne? Ja, das heilt uns. Das heilt uns. Gefunden, 4 Stück. Und wir kriegen... Also du kannst, also eventuell kriegst du jetzt einen leichten Gold-Trickle, aber was du mit dem Witz ja, weißt, noch nicht. Ja, ich krieg tatsächlich einen leichten Gold-Trickle. Ich glaube, der Witz ist tatsächlich eher hier der Abuna, aber, ja, also ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir da durchkommen sollen, weil da sind zu viele Gegner, so viel steht fest. Und wir können auch nicht halt den anderen Weg nehmen, weil da ist ja hier direkt diese Stadt. Was ist das hier unten noch? Liegen einfach random Münzen rum, aber nichts, was uns groß was bringen würde. Naja, komm, also wir müssen ja versuchen, uns da oben irgendwie durchzuhauen, es geht ja nicht anders. Also was Besseres fällt mir jedenfalls aktuell gerade nicht ein. Ja, dann lass uns mal versuchen, ob wir uns irgendwie da in diese kleine Kuhle nach Norden ziehen können. Ja. In der Hoffnung, dass da nochmal Units sind. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob man diese Patrouille quasi auch vermeiden kann, wenn man wirklich halt diese Dorfbewohner nicht angreift, ob das irgendeinen Unterschied macht, kein Plan, aber... Ja, nee, das kannst du schon vergessen. Ich lauf da mal nur mit meinem Dude hoch. Bleib mal mit deinen Units weg. So, hier ist nämlich auch nochmal ein Borgkloster. Ah, ich hab das verstanden. Okay, gut. Ich glaube, der Witz ist, dass wir tatsächlich gar nicht mit denen fighten sollen, sondern dass wir uns da oben um die rumschleichen sollen. Also wir sollen hier unten nicht in diese ganze Gaskenia und Schurkelkriegerarmee rein. Ja, hier habe ich nämlich gerade jetzt auch nochmal was entdeckt. Ja, also ich würde jetzt einmal versuchen, wenn die quasi jetzt, also die sind jetzt auf der anderen Seite, ich laufe jetzt einmal durch mit meinen Einheiten und fighte die nicht. Ja. Ja, deine Schurkel sind zu langsam gewesen, die musst du abziehen, behaupte ich. Okay, gut, also ich glaube, so langsam habe ich verstanden, wie die Mission hier funktioniert. Also nicht irgendwie offen in die Konfrontation reingehen, sondern halt irgendwie jedenfalls, soweit es irgendwie geht, vermeiden. So, jetzt kannst du deinen Schurkel einmal durchziehen. Ja. Nee. Okay, das hier sind Lebenspunkte des Helden um 30% erhöht für 3 Hyänen. Den sollten wir mitnehmen, bin ich der Meinung. Ja. Okay. Kannst du, hast du einen Skillshot mit dem? Nee, ich kann nur unsere Angriffsgeschwindigkeit verbessern, aber das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Ich meine, wir können notfalls was für Schaden nehmen, da eh heilen. Hier ist direkt auch wieder so ein Kloster. Frage ist jetzt nur so ein bisschen, also wir kommen hier wahrscheinlich auch nicht... Ja, okay, wir kommen hier glaube ich nicht runter, außer halt quasi die Shuttles wieder zu dodgen. Ja. Ja gut, die sind ja gerade perfekt auf der anderen Seite, dann laufen wir einmal durch. Wo ist dein Obermufti? Der ist auch hier vorne. Oh, Einheiten-Collision, shit. Oh Gott. Okay, gut. Aber ich befürchte, die da bei den Feldern müssen wir fighten, das geht nicht anders. Ja, ich habe nur leider gerade meinen Skill nicht, um unsere Angriffsgeschwindigkeit zu verbessern. Ist die Frage, ob wir die 15 Sekunden noch... Hat sich eh erledigt. Ja. Na gut. Warte mal, ich versuche mal hinten die Speerwerfer rauszufokussen. Jetzt machen wir schön Unit Trade hier. Meine Shuttles halten halt nichts aus. Wirklich. So krass, wir haben schon wieder unsere ganzen Units hier verloren. Okay. Aber ich meine, wir wissen dann auch, dass wir schon von vornherein unsere Units eigentlich nicht verlieren brauchen. Und diese Dorfbewohner am Leben zu lassen, ist auf jeden Fall auch super wichtig. Das heißt, am besten gehst du da gar nicht mit deinen Speerwerfern hin, um die Dinger einzureißen, sondern nur ich mit den Shuttles, damit deine gar nicht erst auf die Idee kommen. Ich glaube mittlerweile, dass es damit tatsächlich gar nichts zu tun hatte, aber also ich meine, wir können das auf jeden Fall so versuchen. Mhm. Haben wir noch nicht verloren? Ah ja, gut, ich habe hier noch den das Bergkloster. Ja gut, können wir aber trotzdem mal aufgeben, also... Ja, ist richtig. Gut, dann also noch einmal, aber dann haben wir das zumindest gelernt. Dann ist auch die, also, ah ja, wir können hier auch die Konfrontation mit den Dudes hier auf dem Weg dodgen, indem wir links hoch zum Bergkloster laufen, quasi. Ja.
Ja, ist doch alles schön. Klar. Dann haben wir jetzt als letzte Schlacht tatsächlich nochmal eine, wo man ein bisschen mitdenken muss und ein bisschen, cautious, vorsichtig spielen muss. Und keine einfache Hau-drauf-Mission, so wie die letzte. Ja gut, die war tatsächlich ein bisschen easy, aber die hat tatsächlich, also diese Schleichmissionen sind doch tatsächlich etwas anspruchsvoller als die einfachen, ja, Eco-Missionen, sag ich mal. Ja, und wenigstens kann man hier die Einheiten vernünftig koordinieren, nicht so wie mit den Schiffen. Das war ja, borderline nervig, weil es die ganze Zeit irgendwie super random war, wie die Schiffe fahren und so. Man merkt, dass du gerade dein Paper gefinished hast. Ach so, ja, ich habe die letzten Tage sehr viel Englisch gelesen und geschrieben. Solange du nicht hier wieder anfängst, Einheiten auszurollen. Nee, ich rolle Einheiten, ich kickstarte alles, das ist kein Problem. So. Nee, genau, kickstarten wolltest du alles. Das haben wir noch alles noch gar nicht gesehen, das sehen wir zum ersten Mal. Wir tun so, als ob die letzten 15 Minuten nicht passiert wären. Bitte, danke. Haut kaputt, was euch kaputt macht oder so. Genau, so. Nee, gut, aber die Frage ist, können wir das dodgen? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Diese Kämpfe an den Mühlen selber, die können wir wahrscheinlich nicht verhindern, oder? Nee, das glaube ich nicht. So, jetzt kann hier unser Typ kann sich hier erstmal gegenwerfen, das ist kein Problem. Genau, aber du solltest deine Shuttles deiner Möglichkeit halt saven, weil, also ich meine, die erledigen das ja selber. Genau. Übrigens auch gar nicht melodramatisch, der Sprecher. Nee. So, hier links war das Bergkloster. Ja, ich nee, das war eins weiter oben, aber du müsstest nochmal kurz hier bleiben. Ah, nee, okay, ich habe die Einheiten so gekriegt, perfekt. Nee, hier oder? Das Bergkloster war da, genau da oben. Aber da schleichen wir uns jetzt einmal hin und laufen damit dann halt dieser Patrouille da nicht in die Arme und du hast hier unten noch zwei Shotels. Ja. Ihr könnt über unser Kloster verfügen. So. Ja, wenn man sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen würde, die Karte hier vorsichtig auszukundschaften, statt einfach so völlig. Kannst du mir übrigens sagen, wie das ein Sekundärziel ist? Wie schaffst du diese Karte, ohne das zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, wenn man auch einfach spielt, wird man halt mehr Units kriegen, ne? So, vielleicht, ja. Da sind jetzt nochmal Units für uns. Ja, wir sollten trotzdem hier einmal kurz die Patrouille abwarten, falls es tatsächlich einfach eine Patrouille ist. Ich wäre jetzt nach links gelaufen, also... Ja, das mache ich ja auch. Links in die Ecke rein, genau. Und dann können wir hier auch von links gucken, dass wir die Lager einreißen. Aber wie gesagt... Schneid mal eben kurz die Vengascanias da raus, aber nach Möglichkeit ohne sie da anzugreifen. So, jetzt gehe ich hier mich einfach mal wieder heilen. Ich versuche jetzt einfach nur hier die Felder einzureißen. Schick vielleicht mal einen Shotel so ein bisschen nach rechts, um zu gucken, ob da der Rest kommt. Achso, dass ich mich dann rechtzeitig noch rausziehen kann, wenn das überhaupt geht. Ja, genau. Kann ich probieren, ja. So. Jetzt gerade meine Gaskine. Ja. Ne, okay, die kommen trotzdem, das habe ich nämlich befürchtet. Dann hol sie mal zu mir, da in der Ecke bist du in der Sackgasse. Ja. Nach Möglichkeit lass, genau, baite die da einmal in unsere Verbündeten rein und wenn die dann die Verbündeten da gerade halt am Bekämpfen sind, dann snipe ich da schon mal ein paar raus. Du kannst deine Einheit mal eben hoch zum Kloster ziehen. Besser, dass wir da unter der Heilung von dem Kloster kämpfen, sag ich mal. Ja. So, den Rest können wir uns jetzt eben wegslashen. Keine Unit verloren. Perfekt. Außer meinem Helden. Ja, aber dadurch, dass der hier bei dem Kasuhailo gestorben ist, wird er wenigstens auch schnell wieder fit. Das ist das Gute. Ja. Sieht so lustig aus, wie der mit seinem Stab hier rumeiert. Das sind die. Hier, noch mehr Heilung! Friss! Nimm dies! Vielleicht ist das auch so eine überdimensionierte Fliegenklatsche? Ich habe keine Ahnung, weißt du, also, dass er damit irgendwie auch ganz oben in seinem Kloster halt irgendwie die nervigen Moskitos da runterklatschen kann? Auf jeden Fall sieht das 3D-Model von dem Ding deutlich zu... Also das ist deutlich zu agil dafür, dass es so ein Riesenstock ist. So. Das ist richtig. Okay. Mit anderen Arschhaben hat der auf jeden Fall irgendwie an der... 100%ig geheilt bin ich noch nicht. Ich warte noch eben, bis ich die 50 Lebenspunkte wieder drauf habe. Ja gut, ich erwarte jetzt hier keinen großen Widerstand mehr, insofern ich würde da jetzt eben kurz einmal die Getreidespeicher einreißen gehen. Achso, ja, mach das ruhig. So. Top. Alle wieder fit. Bis
Bisher keine Unit verloren. Sehr gut, weiter so. Du zerstörst hier die Lagerbestände. Meine Units sind jetzt auch wieder da. So, und wir wollten uns nach Norden durchhalten und vielleicht... Genau, wir müssen aber sehr vorsichtig vor der Shuttle-Patrouille. Ja, rein. Deswegen lauf mal vielleicht nicht so motiviert nach vorne und lass mich mal ein bisschen scouten, oder? Weil mein Typ ist schneller als der Negas Kenyas. Okay, ich sehe sie nicht mal, aber... Ich auch nicht. Schleichen wir uns hier einmal durch die Büsche. Hier links hat auch noch ein Kloster, ne? Ja. Ja. Gut, das brauchen wir ja momentan nicht. Sind hier quitschfidel. Ah ja, okay, gut. Die Dudes triggern die, glaube ich, gerade erst quasi. Aber wir können uns halt immer durchsneaken. Was ist eigentlich hier mit den Oromo-Kriegern, die hier in der Mitte stehen? Hier holen wir... Pass auf. Wir holen uns hier immer kurz den Schatz. Ja, sorry. Kannst du da nochmal vorbeilaufen? Vielleicht kriegen wir die Oromos ja irgendwie. Ja, mache ich gleich. Ich heb ihm den Schatz und dann... Ah. Ja. Oh, um Gottes Willen, ja. Oh. Ob wir da jetzt einen guten Deal gemacht haben, weiß ich nicht. Ziehen wir mal ein kurzes hier an, so ein bisschen zurück, in der Hoffnung, dass jetzt da die Shuttles nicht uns hinterherlaufen. Tun sie nicht. Ah, guck mal, man kann zumindest einen von hier oben abreißen, glaube ich, ohne zu fighten. Kann man versuchen, ob das geht. Das ist, ja doch, geht tatsächlich. Wow, ist ja wild. Ich weiß nicht, ob das mit dem mittleren geht, vermutlich nicht. Oromo, okay, das waren Musketier-Fernkampfkavalleristen oder was? Okay, ich habe nur so einen dummen Speerreiter gekriegt. Die Oromo, die waren. Das ist eine Mischung aus Nahkampf und Fernkampf, ja. Ja, ja, genau. Geladene Fähigkeit liefert einen mächtigen Fernkampf an, ungefähr. Okay. Ja. Okay, aber es hilft nichts. Wir müssen hier halt. Ja, lass mich mal scouten. Ich versuche, den in dich rein zu bailen. Nee, wir müssen ja gar nicht töten. Also. Raus. Ja, ist gut. Noch da. Okay, sind gerade umgedreht, das heißt, wir können jetzt einmal durchlaufen. Jetzt ist die Frage, ob hier irgendwo noch eine Patrouille auf uns wartet. Jetzt holen wir erstmal holen wir uns jetzt den hier. Dann machen wir mal einmal kurz hier kurzen Prozess. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Ja, es hat leider dann einen Oromo zerlegt, aber... Ja. Den zweiten auch fast. Na, müssen gleich nochmal ein Kloster suchen. Ja, theoretisch können wir auch zurücklaufen zu dem Kloster, oder wir spielen halt auf Risiko und... Ja, was heißt auf Risiko? Ich würde einfach deinen Loot mal wieder vorschicken zum Scouten, dann gucken wir weiter. Guck einfach mal, was hier oben ist. Ja, ich guck gerade auch. Ja, das hier sieht vielversprechend aus, würde ich sagen. Echt? Nee. Nicht so richtig. Das ist ein gegnerischer Außenposten. Ja, das ist ein gelber, also gegnerisch. Vorsicht, da läuft gerade ein... Achso, das ist ein Held. Ja, ich hab überlegt, ob ich doch nochmal eben kurz zurück zu dem Dings laufe. Zu dem letzten Kloster. Zumindest mit dem Dude, weißt du? Dass ich da zumindest die 500 Lebenspunkte wieder drauf habe. Ja, dann nimm den Oromo auch mit. Der hat auch 350 Lebenspunkte. Und den Speerreiter, den ziehe ich auch nochmal einmal hoch. Ja. Die Shuttle. Nicht nee, dadurch? Oben. Ja, ich weiß, also die Wegfindung interessiert sich leider nicht so richtig für das, was ich da befehle. Naja, wir kennen das. Da ist er so. So. Heil mich mal eben voll hier. Dann müssen wir tatsächlich gucken, wo es weitergeht. Hey, wie ist denn der eine Shuttle-Krieger da jetzt hochgebackt oder ist der tatsächlich einmal hochgelaufen? Ich kann es dir nicht sagen. Du hast ein paar Halbtote, also die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwo heilen, bevor wir nochmal irgendwo einen Kampf nehmen. Ja, ich zieh die mal. Ah, Leute, das pass ist auf, mein Harina, den kann ich mitnehmen. Wow. Oh. Sehe ich gerade. Also, der andere ist nicht von uns, aber der Abuna hier, der gehört mir. Das, ja, stimmt, das Gebäude gehört ja auch dir. Ja, gut, das andere gehört dir, aber der Abuna, der davor steht, der ist grün. Ja. Der ist, dem ist zu bunt.
Gut. Gut, dann nehmen wir den auch mit. Soll mir recht sein. Ja, schön vorsichtig. Die Patrouille ist auch noch auf diesem Mittelweg. Wir müssen da tatsächlich aufpassen. Einer von meinen fast toten Schotel ist mir da gerade verreckt. Fast oder ist? Ist mir tatsächlich verreckt. Belastenderweise. Pass vor allem mit dem Rabun auf. Ja, kannst du nochmal für mich scouten, weil ich sehe nicht, was hier... Ja, ist alles gut. Okay. Dann kann der jetzt nämlich auch mal eben kurz hier und meine restlichen Schotel heilen. Ja, und ich guck mal eben kurz mit dem Speerreiter, wie es von hier aus weitergeht. Halt! Wir werden vernichtet, wenn wir die Städte mit unserer derzeitigen Streitmacht angreifen. Ja, das habe ich verstanden. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in die Kartenmitte irgendwie rein. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Süden, so viel steht fest. Ich gehe hier gerade vorsichtig auch schon mal... Okay, da ist auch nochmal Befestigung. Naja, das ist halt diese bekloppte andere Stadt. Gut, gleich sind die Schuttels alle wieder voll. Fehlt denen noch irgendwas? Ne, ich glaube, jetzt halte er noch meinen Reiter, dann ist gut. Also wir müssen hier, glaube ich, tatsächlich zwischen den Lagern einfach durch. Weil wir sind das hier sehe ich wohl ähnlich, ja. Weil also links dürfen wir nicht und rechts hoch sollen wir auf jeden Fall auch nicht. Oh wow, okay, da unten sind lila Einheiten, das heißt genau, da können wir hier dodgen. Ja gut, aber wie kommen wir denn hier lang? Links an den Mauern entlang? Oder kriegen wir die... Okay, hier kommt man auf jeden Fall lang, weil hier keine Einheiten stehen. Also die Patrouille steht halt hier, oder ich weiß nicht, ob es eine Patrouille ist, aber sie stand jetzt gerade zumindest hier auf dem Wegekreuz quasi. Ja. Nein, hier will ich nicht lang. Ja, mein Gott, lass mich doch in Ruhe. Ja, da sind noch mehr Units. Naja, also wir müssen uns hier auf jeden Fall um diesen komischen Platz da rumschleichen. Genau, da wollen wir nicht hin. Das ist nämlich der, wo gerade da irgendwie halt die ganze Zeit halt dieses Battle Royale da... the fuck? Da war ein Tyrant. Was hat mein Reiter da... Oh Gott, der scheiß Außenposten, ich hasse es. Ja. Gut, okay. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, wo wir hin müssen, also... Naja, hier vorbei, dann hier und dann so. Aber da steht ein Turm da unten. Wo du hingepumpt hast. Du musst, also wir müssen uns halt also entweder hier oben dran vorbeischleichen oder halt hier so. Also hier kommt man mit einer Einheit durch. Das habe ich ja gerade gemacht. Aber ich sehe halt... Deine Schotels hinterher. Ja, also wir werden da halt schon, denke ich, lang müssen. Du kannst mal links hoch abbiegen jetzt einmal bitte. Ja, mach ich. Ihr habt die Unterstützung des Oromo-Volkes. Ja, super. Räumchen, lauf mal da weiter. Kommt da noch ein Kloster? Oder laufen wir da jetzt wieder straight in die gegnerische Basis? Ja, wir laufen da straight in die gegnerische Basis. Das wollen wir nicht. Habe ich verstanden? Rechts sind halt auch wieder Felder, die wir dann zerstören müssen. Ja, also ich sneak mich jetzt mit meiner Armee mal durch. Oder ich versuch's zumindest. Ja, geh nicht so weit nach oben. Da kriegst du direkt Shots ab. Ja, aber ich habe nur die Wahl, entweder halt die Shots zu tanken oder halt die Duzer zu pullen und da tanke ich lieber die Shots einmal. Jetzt nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja. Naja. Na gut, das hat nicht funktioniert. Vor uns tobt eine Schlacht. Wir sollten vorbeischleichen, wenn wir übernehmen. Ja, schöne Scheiße, jetzt habe ich auch hier nur die Orangen gepult. Muss ich mal durchziehen und mich da retten, sonst sind gleich alle meine Einheiten weg. Ja. Und mit den anderen Einheiten auch von hinten kommen. Ja, mein Heiler ist ja gerade krepiert. Scheiße. Da haben wir uns wieder unabhängig voneinander bewegt und entsprechend den Preis gezahlt. Sollen wir dann jetzt hier rechts mal die lila Einheiten platt machen, oder? Ne, hilft ja nichts. Also ich glaube, die können wir nicht vermeiden. Schon, ne? Jetzt haben wir halt natürlich gerade deinen Buff verloren. Ja. Wann ist er wieder ready? Der hat noch Cooldown von 30 Sekunden oder so. Gut, dann mache ich in der Zeit hier mal kurz eine kurze Erkundung und schau mal. Ich meine, das ist jetzt halt auch der vierte Lagerbestand. Du meinst der dritte, ja. Der dritte von dreien, ja genau. Aber wir haben halt erst zwei von vier Klostern gefunden. Aber die werden halt irgendwo noch anders auf der Karte sein. Ich kann mir halt nicht... Ja, irgendwo da oder so. Hier aber oben sind Units. Das heißt, hier oben... Ja, das da oben ist die Stadt, da dürfen wir nicht rein.
Gut, was macht deine Fähigkeit? Brauche noch zwei Drittel wieder ready. Ja, tatsächlich recht langsam Cooldown, leider. Ja, sehr schade, dass der Dude ein bisschen langsamer läuft als meine anderen Einheiten und dementsprechend natürlich ganz hinten watzt. Ja, das ist echt ärgerlich gewesen. Den zu verlieren war jetzt tatsächlich sehr schade. Warum zerstören wir die Vorräte von den Kriegsherren? Einfach nur, um die abzufacken und gegeneinander aufzubringen, oder? Nee, wir zerstören die ja nicht, wir erobern die zurück. Also da kommt ja das Ponte Eva zum Wagen und dann... Okay. Wenn ihr den Dörfer zurücktransportiert. Bist du ready? Gut, ich hab wieder ready, dann lass uns mal hier reingehen. Alles klar, dann gib ihm. Ja, sobald unsere Units angreifen. Jetzt. Mann, du sollst angreifen, du Depp. Ach, die Gaskenya sind echt brutal gut gegen Kaff, ey. I forgot. Ja, Leute. So, okay. Perfekt. Machen wir hier mal eben schnell die Vorräte kalt. So. Und da hinten okay. Passiert jetzt irgendwas? Okay. Wir haben genug von diesen Schifterbanditen, die unsere Waren plündern. Begraben wir das Kriegsbeil und entledigen wir uns dieser Plage. Einverstanden. Weniger gut. Okay. Ja, ich lauf mal hier hinten erstmal weiter. Ja, mehr haben wir, glaube ich, hier irgendwie Situation durchkommen. Oh wow, ja, wir sollten schnell laufen. Verfolgen die uns jetzt bei meiner... Ach du Scheiße, ja, tun sie. Was mit allem Mann vor allem. Holy fuck. Dum. Also vor allem sind meine Gaskenyas halt einfach langsamer als deine Einheiten. Du kommst da an, alles kein Ding so, aber... Ja. Ich kann sogar auf dem Weg noch den Schatz mitnehmen. Mach ich aber jetzt mal nicht. Ob 70 wir hier wohl irgendwo auf dem Weg noch ein Kloster hätten finden können? Ja, hier unten wahrscheinlich. Nee, da unten ist doch nur Fels, oder? Ah, wobei doch. Nee. Läufst du da hoch? Ja. Aber wir müssen wirklich. Wir haben die Dörfer jetzt gekriegt. Oh Gott, okay. Um Gottes Willen, so. Was haben wir denn schon? Wir haben eine Kaserne. Können wir noch einen Marktplatz bauen? Ah ne, Viehmarkt ist das, stimmt, genau. Ja, das machen wir auch. Ja, hier oben ist tatsächlich ein Kloster und ein Abuna. So. Dann stellen wir da mal Vieh dran. Okay, ich hab dir da quasi wider Willen noch zwei Kühe geschenkt, aber mache ich gerne. Okay, Gott sei Dank. Ja, dann haben wir ja den wahrscheinlich abgefuckten Teil dieser Mission glücklich hinter uns gebracht. Ja, jetzt nochmal sterben wär's, ne? Hör mir auf. Mach keine Scheiße. So, vielleicht gucken wir mal, dass wir anstatt, dass wir hier... Gucken wir mal, dass wir hier auch jagen gehen. Das ist nämlich besser ressourcentechnisch. Bergkloster. Ja gut, hier ist nirgendwo... Irgendwas, wo ich sinnvollen Bergkloster drauf bauen könnte, weil... Also mal aktuelle Tiere... Ach genau, ich brauche einen Marktplatz für Tiere, dabei, was ich erinnere mich. Du brauchst einen Marktplatz für Tiere? Achso, zum Mästen meinst du? Ja, genau. Ja. Ja. Es kommt mir so langsam wieder. Das Agen war ja auch so wild. Was war hier nochmal? Habescha? Königreichsbauer im Dorfzentrum. Ich weiß leider auch nicht mehr, was gut war, muss ich gestehen. Also das bin jetzt tatsächlich ja mal mit den, ich weiß gar nicht, was das ist hier, die Portugiesen oder sowas. Das klingt zumindest portugiesisch. Was? Ja, was sie sagen, klingt halt portugiesisch. Ach so.
Okay, bin ich jetzt echt gezwungen, hier Felder zu bauen? Anscheinend. Gott, ist das alles. Ach, jetzt gehört der Abuna auch mir. Hier oben der eine. Von dem einen Kloster. Naja. Schön, schön. So, dann wollen wir einmal den Bums haben. Und was ist das hier? 7 liefert 2 reichlich Einflusszeichen. Die guten reichlich Einflusszeichen. Wer kennt sie nicht? Stimmt, muss ja die Getreidespeicher bauen, ich erinnere mich. Warum steht ihr nicht bei mir am Viehmarkt? Muss ich das verstehen? Ach shit, okay, gut. Du kriegst da oben jetzt einmal dann. Ach, ja, das war dann wohl die längste Zeit meiner Buna. Ja, vor allem ist das Hauptproblem, dass sie jetzt halt da gleich in meiner Basis stehen und ich mich dagegen nur so bedingt wehren kann, weil ich natürlich alle meine Einheiten halt noch bei dir stehen habe und die halt auch nicht so richtig wegkriege, sinnvoll. Ja. Ja, wir könnten halt mal gucken, dass wir uns hier gleich den Ding zwischen uns noch einreißen. Ja, könnten wir versuchen. Also ich habe jetzt auch ein paar Einheiten gebaut. Wofür habe ich denn Verbesserungen dabei? Gar nichts. Sehr gut. Ja, ich baue auch einen Trupp eben und dann können wir von mir aus mal gucken. Ah, ich kann Fischerboote bauen, sehe ich gerade. Machen wir das doch. Gibt es noch irgendwas Sinnvolles hier? Silberschmied, ne, sehe ich nicht kommen. So, wie das die Bergkloster, muss man auf Minen bauen oder was? Nee. Ja, doch, genau. Leider genau das. Und dann kannst du da halt Siedler, aber halt auch die Abunas dran klatschen. Aber die Siedler wiederum, die Abunas, die können sonst nirgendwo halt. Sudanische Derwische, genau. Messerwerfer. Die waren ja auch ganz cool. Schalte Königreichsbauer frei. Bergklöster mehr Lebenspunkte können ohne Mine Einfluss generieren. Richtig, genau. Das war auch ganz geil. Somalische Darot und Issa-Milizen. Ach Gott, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was da gut war. Indisch war auch ganz lustig. Wollen wir mal gucken, dass wir hier in die Mitte reinpushen gleich? Ja. Dass du zumindest wieder Einheiten zu dir ziehen kannst. Dann lass uns das doch jetzt mal machen, oder? Ja, von mir aus, let's go. Ich schick mit, was ich habe. Meine Einheiten von der anderen Seite sind aber noch ein bisschen langsamer. Erstmal Angriffsgeschwindigkeit gebufft. Ja gut, aber das sieht relativ überzeugend aus, was wir da machen, finde ich. Ja, ne? Ich kriege jetzt von rechts aber tatsächlich gerade auch Units, die mir hier auf die Nerven gehen. Finde ich gar nicht mal so lustig. Okay, gut, ich habe jetzt hier... Es war so wild, dass alle möglichen Gebäude Erforschungen hatten, ne? Ich erinnere mich. Naja, das und also du kriegst halt quasi diese ganzen Age-Up-spezifischen Erforschungen in deinem Bergkloster. Also der portugiesische Kreuzfahrer liefert 10 Ordensbestieros und eine Orgelkanone für jedes Bergkloster auf der Karte. Ja, auch ganz lustig. Okay, ich krieg einen Angriff in meiner Basis, dammit, fuck. Meine Einheiten, weiß ich noch nicht. Also ja, ich werde schon irgendwie klarkommen, aber gut ist es auf jeden Fall nicht. So. Was haben wir hier? Bergkloster ändert den Trakt von Sammeln auf Bergkloster um 20%. So, jetzt hätte ich gerne. Gerne hier mal sowas und eine so eine beknackte Festung, die generiert ja, glaube ich, auch Einfluss, ne? Ja. Ich glaube wohl.
Wie viele können nochmal auf den Feldern arbeiten? Einer. Ne, drei. Aber mein zwei. Ja, okay. Ich hatte das doch irgendwie auch so abgespeichert, dass da mehr als einer drauf sammeln kann, aber es hat mich etwas verwirrt, dass da halt immer nur einer drauf gearbeitet hat in dem Teil, wo die also noch dem NPC gehört haben. So. Werden Tiere sammeln Einfluss schneller, wenn sie sich an hier an Viehmärkten befinden? Warum nicht? So, was hatten wir hier noch? Die Abunas, die arbeiten dann an dem Kloster oder was? Oder? Ja, und die sind ganz nice, weil die halt nicht so auf deine Dorfbewohner pop gehen, halt, glaube ich. Aber gerade macht mein gefühlt. Also ich kann halt nicht auf das Bergkloster draufklicken oder so, um da dran zu arbeiten. Ich bin gerade da ein bisschen. Ist da noch eine Mine drunter oder ist sie schon weg? Da ist noch eine Mine drunter, ja. Hm. Komisch. Ich jetzt halt auch wenig zu sagen. Oder, also, oder, warte mal. Ich habe da eigentlich keine Probleme. Sammler 0 von 20. Warum geht das denn nicht? Bin ich blöd? Gott, wo sind die Handelsposten hier? Seehafen, Feld, Viehmarkt. Dänische Botschaft, da ist ein Handelsposten. Okay, so. Okay, ich krieg hier einen Angriff. Das ist tendenziell weniger gut. Genau, man konnte hier Elite-Infanterie und Elite-Kavallerie quasi gesammelt aufwerten. So war das hier, ich erinnere mich. Da steht einfach Neftenia, der mir hier auf die Nerven geht. Ist auch super. Also ah ja, genau. Und ich weiß nicht, was ich getan habe, aber aus irgendeinem Grund können meine Abune nicht mehr in den Bergklostern sammeln. Steht Sammler aktuell von 0 von 20, aber... Klar, ich kann da Dorfbewohner dran schicken, das geht natürlich. Kommen die mit Kyverinen an? 5 Stück, was... ungleich doch so einem Sebastopol-Mörser, klar, warum nicht? Sag mal, geht's euch gut, Freunde? Fabelhaft. Achso, du hast dir hier mal beide Bergklöster gegönnt direkt, sehr gut. Holy fuck, ich werde hier völlig überrannt. Ich bräuchte hier mal deine Hilfe und das dringend. Okay. Ja. Ja, ich verliere hier alles, so. Warte mal, ich verliere gerade tatsächlich aber auch meine ganze Armee. Hallo. What the fuck, Alter, wie viele Units kommen denn da bitte bei dir reingeschwemmt? What the fuck? Also ich meine, der Lila schwemmt mich jetzt gerade auch gut zu, aber der hat immerhin nicht 5 Artilleristen. Ich einfach mehr Units bauen müssen. Ich meine, ich habe halt noch Eco zum Abwinken gefühlt, aber... Ich bin zumindest ja, der kommt halt nächsten. Irgendwie quasi gerade hier mit der halben portugiesischen Armee um die Ecke vor allem. Ja. Also ich kriege jetzt Lila gerade nochmal so abgewehrt hier, aber... Aber die Sebastian, die Haubitzen, mit denen er hier ankommt, die sind schon nicht so nett. Ne, das sind sie in der Tat nicht. So viel kann man festhalten. Ich weiß aber auch wirklich nicht, was passiert ist, warum ich mit meinen Dingens nicht mehr... Welches Bergkloster denn? An allen. Ich kann an keinen Bergkloster mehr mit den Abunen sammeln. Ich weiß nicht, ob ich was getaggt habe, darum das nicht mehr geht oder so, aber... Ja, wahrscheinlich hast du irgendwie einfach geistesabwesend auf irgendeinen Tag draufgeklickt, der halt irgendwas in die Richtung besagt, von wegen Abune können hier nicht mehr sammeln dafür. Ja, aber die können an keinen Bergklostern mehr sammeln. Dann denke ich mir, wofür habe ich sie denn dann?
Nochmal, du hast bei den Darkklöstern irgendeinen von diesen völkerspezifischen Dingern getaggt? Ja, wahrscheinlich. Das wäre meine Erklärung, die das halt jetzt verhindert. Aus Gründen, die ich wie gesagt nicht weiß, aber wahrscheinlich hast du damit die... Dass du die Sammelgeschwindigkeit gebufft oder pengen, also keine Ahnung, aber... So, was können wir hier noch machen? Bergkloster erhöht die Lebenspunkte. Hilft mir alles nix. Gut, was gibt's hier noch für lustige Erforschungen? Bauzeit für Felder, Mühlen bumstig und kosten weniger Holz, ist okay. Kavallerie fügt Rüstung hinzu und Stoßtruppeninfanterie, warum nicht? Der zweite ist zweimal rotes Meerwagen. Kann die meisten Gebäude konstruieren, ja, warum nicht? So, okay, ich habe jetzt nicht mehr diesen beschissenen Angriff von denen abgewehrt, aber ich habe auch echt gut Siedler eingesteckt und generell irgendwie verloren. Mich beschießt er jetzt quasi über den Graben hinweg hier mit seinem beknackten Wasserpulmörser. Geil. Ist ihnen noch zu helfen, guter Mann? Jetzt ist die Frage, was mache ich dagegen? Holy fuck, Alter, der zerschießt mir immer eine halbe Armee. Junge, ja. Ah, schon wieder richtig Freude hier. Wie war das? Konnten die auch so eine Bibliothek bauen? Nee, ne? Das ging nicht. Man konnte nee, das konnten nur die, wie hießen die anderen Hauser? Ja, genau. So, ich kann jetzt hier Senatorreiter, Musketier aus Schottland, Hochländer, die Derwische. Die habe ich irgendwie auch als recht stark noch im Kopf, deswegen baue ich die jetzt mal. Pandur, Plänkler, ja. Yes, please. Und den ganzen Einfluss ausgeben, den ich hier angesammelt habe. Naja, hier kann man Kriegerlager bauen, warum nicht noch eins, schadet nicht. Du baust mir bitte hier noch einen Außenposten hin. Wie lernt er da hoch? So, jetzt sieht das hier ganz okay aus, so langsam mal. Ja, so langsam. Warum habe ich das denn noch nicht getaggt? Ich bin ja blöd. Was hast du noch nicht getaggt? Dass meine Dorfbewohner schneller ausgebildet werden. Ja, den habe ich mir tatsächlich schon geholt. So, hier noch. Gewürzhandel. Jagdtiere, Bärenstrauch, Kirschgarten. Das bringt mir das nix. Ich habe halt tatsächlich noch nicht so viele Bergklöster. Das wäre tatsächlich halt super chillig. Okay, das ist stark. Das taggen wir auf jeden Fall. Vieh sorgt für einen schnelleren Einfluss an Roh. Sehr gut. Vieh sorgt für einen schnelleren Einfluss. Trickle sozusagen. Okay. Ich will hier mal gerade die Meistersperrreiter entfernen, die zwischen uns stehen. Die nerven mich nämlich tatsächlich. Mach doch. Ja, mache ich auch. Do it. So, was können wir hier noch machen? In der Kirche kann ich tatsächlich auch Einfluss ausgeben. Das ist natürlich ganz witzig. Ziegen gewähren beim Bau Einfluss. Davon sammeln alle Rohstoffe etwas schneller. Alle Lebenspunkte sind leicht erhöht. Ja, die Haudas waren tatsächlich, glaube ich, noch ganz geckisch. Hallo. So, die Einheiten zwischen uns bin ich jetzt mal losgeworden, immerhin.
Das ist doch positiv zu hören auf jeden Fall. Konnte man weitere Dorfzentren bauen? An sich ja. Brauche ich aber Holz für. Kann ich mir aber kaufen, weil dafür habe ich ja meine Vieh. Gut, dann bauen wir hier vorne nochmal ein Dorfzentrum. So, was hattest du fürs vierte Tech geholt? Wie gesagt, die Haudas waren ganz lustig. Also halt, weil hast halt indische Elefanten, sind halt ziemlich stark. Hauda kann ich gar nicht ticken. Die Inder gehen bei dir gar nicht. Ach so, Inder, ja, doch, klar. Und dann kann man Hauda bauen, okay. Ja, nevermind. Ich hab's gerade mit Hausa verwechselt. Du fasst das selber, alles gut. Oh mein Gott, ja, natürlich, klar. Sicher kommt ihr da raus, sobald ich hier anfange, ein Dorfzentrum zu bauen. Infanterieverbesserungen mal mitnehmen. Ja, mehr Holzverbesserungen schaden auch nichts. Vieh sorgt schnell für Zufluss und Einfluss. Das ist cool. Wenn sie verkaufen, wird das verkaufte Tier durch ein nicht gemästetes Kalb ersetzt. Ja, das habe ich auch schon getaggt. An den Tag erinnere ich mich lustigerweise auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, so aus meinen damaligen Zeiten. Ja, vielleicht ist er ja neu. Weiß man ja nicht. Kostenlosen Dorfbewohner. Wir machen erstmal die Hauda. Einflusskosten reduziert. So. Indischer Marktrikscha. Ja, let's go. Und meine Bergkloster waren, sind ja alle schön und gut, aber ich kann die halt nicht sinnvoll nutzen. So, ist die Frage, wo kann man jetzt vielleicht mal einfallen? Macht das Sinn, dass wir mal versuchen, vielleicht auf Lila oder Rot zu pushen zusammen? Also ich kann im Grunde genommen hier die Festung von Rot von hier aus beschießen, nehme ich an. Ich baue jetzt gerade Sevastopol Mörser, um das mal auszuprobieren. Meine Bergklöster haben jetzt halt keine Münzen mehr, ist das Blöde. Ja, das ist natürlich dumm. Der Push von denen ist halt schon eigentlich ganz nice. Ja, ich habe halt auch keine Minen einfach hier. Also ich meine, du hast halt die beiden, die zwischen uns waren, hast du halt beklostert. Und links beklostert das. Beklostert ist ein schönes Wort, ja. Aber das, da bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Dero wieder am Wirtschaftsboom ohne Rücksicht auf Verluste. Dafür stehe ich mit meinem schlechten Namen. So, was können wir jetzt hier bauen? Haudas. Gut, Haudas sind natürlich hart teuer. Werde damit rechnen können. Ach Gott, das erinnert mich wieder an meine grauenvollen Titel. Howdy Hauda, du erinnerst dich? Ja, schmerzlich. Macht's Sinn, die Bergklöster trotzdem zu bauen? Ne, die generieren dann nichts, ne? Also doch, die haben, glaube ich, so einen kleinen Einflusstrickel, wenn ich mich nicht täusche. Du wieder einen Push auf deine Base. Ne, also einen Einflusstrickel haben die nicht. Ich sehe da nur, dass die jetzt... dass die Heilung haben. Also technisch gesehen pushen die auf deine Basis. Nee. Ja, die pushen zwischen... Ach ja, und wirklich, das ist so ein beschissenes Timing, dass die immer gleichzeitig kommen, ey. Kommst du da klar? Digga. Sonst kümmere ich mich um die halt hier im Westen. Ja, also rot komme ich klar. Das Problem ist, dass Lila mir halt parallel gerade die Basis wegfraggelt mal wieder. Bin unterwegs. So. Ja, sehr gut. Habe ich nochmal abgewehrt bekommen, war rechtzeitig da. Ach,
spielen hier lustiges Countersnipen von Sevastopol-Mörsern. Boah, wo soll ich denn diese ganzen Felder sinnvoll hinstellen? So. Okay, ich werde jetzt aber wirklich mal auf Lila pushen, weil mich nervt das hier. Ja, ich bin gerade dabei, den anderen hier rauszunehmen. Mach du ruhig. Ach genau, man konnte auch das, dieses königliche Bankett machen und dann alles eintauschen. Ich erinnere mich. Hä, was? Achso, Tigray-Palast hast du jetzt zerstört, deswegen sind die jetzt nicht mehr feindlich, oder was? Mhm. Genau das. Ach, die kämpfen jetzt sogar mit mir zusammen. Die Units von Rot, so wie das aussieht. Das ist natürlich dankbar. So, mach mal auf hier. Wo ist der Gurtscham-Palast? Das der, war der gelbe ganz oben, ne? Yep. Was? Wir dürfen nicht ins fünfte aufsteigen? Was ist denn bitte für ein Beschiss? Habe ich überall... Ja, diese Mechanik mit den Tieren, das war halt tatsächlich ziemlich cool irgendwie, ne? Aber halt auch ein bisschen crazy. Brachten die irgendwas, wenn die da angelockt waren? Also außer, dass sie halt nicht weglaufen? Ja, die generieren dir Einfluss, oder nicht? Ja, die generieren 0,72 Einfluss. Deswegen macht es Sinn, die halt immer voll zu haben. Ne, kann ich nicht. Macht halt Sinn, die Viecher immer voll zu haben und halt einzutauschen, wenn man für 500 eintauschen kann und gerade die Ressourcen braucht. Ich meinte jetzt eigentlich Jagdtiere, um ehrlich zu sein, gerade. Ach so. So, okay. Machen wir das Ding hier auch klein. Ist doch super. Ich schieb da gerade noch so ein paar lustige Mörser rein. Sehr lustig. Ja, ich habe jetzt halt von allen Ressourcen theoretisch genug, um zweimal ins fünfte aufzusteigen, aber... Ja, ich glaube die 5000 Münzen in Bergklostern, die du eingefahren hast, die... Also 10.000 Münzen insgesamt, plus die geben dir auch noch Einfluss nebenbei, die haben tatsächlich ganz gut geballert bei dir. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht abgebaut, die Klöster. Oh, yes, ich habe endlich die Möglichkeit, nochmal ein Bergkloster zu errichten. Wie, was, wo? Ich muss da schnell hin. Ja, du mich auch. Liefert 5 Orgelkanonen, ja, warum nicht? So. Kannst sogar noch 2 Bergklösterinnen errichten. Ist doch nicht das letzte Bergkloster gefunden, wo wir gerade schon bei Bergklöstern sind. Das muss doch irgendwo hier in der Mitte der Karte sein dann, oder? Ja, oder hier rechts außen. Da haben wir halt noch minimal was nicht erspäht. Soll ich mal mit meinem Heini da... Ach nee, das ist ein Abuna. Ja, lauf doch mal dran vorbei und geh mal nachgucken. Wo ist denn mein Obermufti? Das frage ich dich. Findet man den noch über... Hashtag... Nee, oder irgendwie bei mir so, nicht. Deswegen. Dann hast du ihn verlegt. Ich kann natürlich auch nicht sagen, wo du deine Hotkeys liegen hast, mein Lieber.
leuchtet ein. Bei aller Liebe, aber nee. Ich merke echt, also dadurch, dass ich ja auch Äthiopien noch nie gespielt habe, merke ich echt krass, ich weiß wirklich gar nicht, was ich hier tue, gefühlt. Wieso denn, tugendhafter Mann, ihr könnt über unser Kloster verfügen, hat er mir gerade gesagt, ich weiß noch nicht, wo wir es gefunden haben. Das war tatsächlich in der Mitte der Karte. Du hast es versehentlich beim Berg, beim Holzhacken so aufgedeckt. Geil. Haben wir da auch geklärt. Gut, dann können wir uns leider jetzt der letzten Stadt zuwenden. Ja, dann machen wir mal. Die ist ja tatsächlich auch nicht so doll befestigt, also. Das ist richtig. Den Sevastopol-Mörser, also hat man wohl irgendwie ziemlich ins Nirvana genervt, weil der sonst dafür zu krass gewesen sein soll, nach allem, was ich gehört habe. Ah, da sind aber noch ein paar Units. Oh ja. Ja, es wäre schön, wenn die mal engagen würden, dann könnte ich nämlich hier meine Mörser auch mal irgendwie sinnvoll zum Einsatz bringen. Hui! Warum kriegst du Einfluss für die Kills? Weil ich das gerade getaggt habe. Dass ich Einfluss für Kills bekomme. Ja, das Problem ist halt, also so cool halt die ganzen Mechaniken von den neuen Völkern sind, aber es ist halt auch irgendwie super schwierig, die zu lernen, ne? Oder auch gegen die zu spielen, weil die so viele verschiedene Mechaniken haben. Du hast halt bei den europäischen Völkern, du hast halt dein Age-Up und dann wählst du aus, was du haben willst. Und es wird aber auch immer weniger, was du wählst, also... Ne, das ist halt alles sehr überschaubar. Du hast 2 Optionen, 3 Optionen vielleicht und so und bla. Ja. Bei denen ist das ja so, dass auch jede Option, die du wählst, langfristig dein Spiel verändert. Und dir wieder weitere Age-Ups ermöglicht, die wir sonst nicht gehen würden und so. Und das ist ja mit Mexiko ist das ja noch krasser gewesen. Gut, also dass dir Age-Ups ermöglicht wurde, die sonst nicht gehen würden, das stimmt nicht ganz. Du kriegst halt quasi immer eine neue Option und egal welches du auswählst, ist es immer dieselbe. Aber... Also quasi bei Mexiko konnte man doch praktisch so wie so ein Skilltree agen, oder nicht? Nee. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Ist halt 2 Jahre her. Nicht. Aber was halt ging, ist, dass du halt quasi sozusagen diese zweite Route nehmen konntest, sozusagen über die Revolution und dann aber trotzdem ins Fünfte gehen konntest. Ah, stimmt. Du erinnerst dich? Ja, das war ja auch irgendwie so abgefahren, dass man dann da quasi aus der Revolution wieder rauskam, sozusagen. Und dass das dann irgendwie trotzdem, wenn man da halt die Haciendas gebaut hatte, so wirtschaftlich irgendwie haltbar war. Ja. Man konnte irgendwie so ein Fast Agents 5. mit der Scheiße machen, ich erinnere mich da dunkel. Ja, das ist halt insane. Ja, es war, glaube ich, auch ein bisschen broken, das hat mich, glaube ich, dann auch genervt. Das Hauptproblem ist halt, man konnte das halt auch nicht mal eben lernen, so, sondern du musst dich halt intensiv mit diesen Völkern auseinandersetzen. Die haben alle komplett unterschiedliche Units. Ich meine, mit Äthiopien und Hausa kannst du was? 20 verschiedene Militäreinheiten bauen, die man so alle nicht kennt. Ja. Das ist halt super schwierige Lernkurve. Bin ich bei dir. War, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir so ein bisschen die Motivation an dem Spiel verloren haben irgendwie, weil um das alles, also um auf dem Level weiterspielen zu können, wie wir es wollen irgendwie unter den Top, was waren wir, 400 oder so? Gewinnen sie eine PT als Äthiopier, gerade freigeschaltet. Ja, das habe ich ja mit den Hauser gehabt, aber... So, auf dem Level, auf dem wir halt mal gespielt haben, unter den Top paar 100, weiterzuspielen ist halt super schwierig, wenn dann Völker kommen, die so viel neue Mechanik reinbringen. Absolut, ja. Naja, wir gucken mal kurz die Abschlussszene. Wurde zu Tevodros II. Gekrönt und erhielt einen vielversprechenden Namen, dessen Träger prophezeit wurde, Äthiopien in Jahrhunderte des Wohlstands zu führen. Obwohl die Unruhen das Land während der kurzen Regierungszeit von Tevodros II. Verklagten, war er mal.
War hier bei dir die Musik auch so laut, dass du kaum was verstanden hast? Ja. Fun Fact: Äthiopien ist das einzige afrikanische Land, das nie kolonisiert wurde. Krass. Die sind immer unabhängig geblieben. Also Fun. Ja, Mann. Fun Facts mit Freddy oder so. Fun Fact: FFF. Das war die letzte historische Schlacht. Das ist vielleicht nicht so der große Fun Fact gerade, weil es gab ja doch ein paar Leute, die ganz gerne hier geguckt haben. Ich möchte mal kurz was zu dem sagen, was ich gerade am Ende gesagt hatte. Also, es klang jetzt natürlich super negativ. Ich finde es an sich total toll, dass halt immer weiter Inhalte auch in dieses Spiel gebracht wurden. Und jetzt ist es ja sogar Free-to-Play, sodass man das Spiel spielen kann und die Völker kennenlernen kann in Maßen, ohne das Spiel überhaupt zu kaufen. Und an sich ist das total super und ich finde es auch total toll, welchen Weg Age 3 da genommen hat. Aber wir haben halt Age 3 mal doch recht kompetitiv gespielt und gleichzeitig versucht, das auch noch in Videos unterhaltsam zu machen. Das hat nicht immer funktioniert, aber hat ja einige von euch hier auch auf den Kanal gebracht. Und wir haben aber im Moment das Gefühl, dass wir nicht gut Casual Multiplayer spielen können und gleichzeitig der Aufwand, wieder in den kompetitiven Multiplayer reinzukommen, unfassbar hoch wäre. Weil wir haben schon Hausa und Äthiopien nicht so richtig verstanden. Ganz zu schweigen von Mexiko, Italien und Malta, die wir ja legit 2-3 Mal gespielt haben und gegen die wir auch nur 2-3 Mal gespielt haben, weil die als Völker dazugekommen sind, als wir gerade aufgehört haben, das Spiel Multiplayer gerne zu spielen sozusagen. Und irgendwie blockiert uns das halt so ein bisschen. Ja, also ich denke, was Java damit so ein bisschen sagen will, ist, dass wir in dem Moment, wo wir jetzt wieder anfangen würden, natürlich unglaublich viele Völker hätten, die man erstmal wieder kennenlernen muss, was natürlich einfach ein gewisses Zeitinvestment voraussetzt, das wir momentan leider nicht aufbringen können, so traurig das ist. Aber wir kommen halt momentan maximal einmal die Woche zum Aufnehmen und das Problem ist damit so ein bisschen, dass wenn wir halt noch Anno zum Beispiel spielen wollen, was uns sehr viel Spaß macht, das bedeuten würde, dass wir vielleicht alle, sagen wir mal, 2 Wochen maximal halt dazu kommen würden, halt Age 3 zu zocken. In unserer Hochzeit haben wir 3-4 Mal die Woche gespielt. Ja, 3-mal die Woche, ja. Und sind damit halt so gerade halt eben auf das Level gekommen, wo wir dann halt waren und haben uns da irgendwie halten können. Und wenn wir jetzt halt, also im Grunde genommen, dann halt ein Achtel davon oder ein Sechstel der Zeit einfach spielen würden, ja, also wäre, glaube ich, zumindest bei mir persönlich die Befürchtung, dass ich hinter dem zurückbleiben würde, was ich selber in gewissermaßen von mir erwarte. Ja, garantiert würden wir das. Also das mit dem Ergebnis, dass man halt da auch einfach irgendwie sehr unzufrieden mit dem wäre, was man da halt vom Blatt spielen würde. Also ich meine, man kann das ja auch genauso sagen. Es hat ja auch einen Grund, warum wir irgendwann aufgehört haben, H3 Multiplayer zu spielen. Bei uns hat halt irgendwann irgendwie Frust und Desinteresse irgendwie eingesetzt und ab dann war es halt eben kein Spielspaß mehr, sondern eher, boah, wir müssen irgendwie in H3 weitermachen und besser werden und gerade ballert hier wieder die Musik komplett los. Völlig unpassend zu meiner Ansprache. Es war halt dann irgendwann gewissermaßen halt mehr Verpflichtung als einfach halt fröhliche Abendunterhaltung gewissermaßen und das sollte es natürlich bei einem nicht irgendwie kommerziell genutzten YouTube-Kanal nicht sein. Ich denke, das ist relativ klar. Ja. Aber das soweit nur quasi als Erläuterung für euch, warum wir momentan uns so ein bisschen davor scheuen, in den Multiplayer von H3 wieder einzusteigen. Wie schon zu Beginn des Videos gesagt, das mag nicht zwangsweise ausschließen, dass wir das nochmal tun werden, aber das werden wir uns mal gut durch den Kopf gehen lassen müssen und vor allem werden wir jetzt halt auch die nächsten Wochen definitiv nicht dazu kommen. Ja. Insofern wollen wir da euch keine falschen Versprechungen machen. Kann sein, dass auf jeden Fall wieder Age-Content kommt. Es kann sein, dass wir in absehbarer Zeit nicht dazu kommen. Wenn ihr ansonsten nebenbei bemerkt, noch andere coole Ideen habt, was man noch irgendwie spielen kann. Wenn ihr sagt, es gibt noch irgendeine Szenario-Karte, die finde ich total cool und die solltet ihr unbedingt mal spielen oder irgendwas in die Richtung. Warum nicht? Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gibt ja quasi auch so User-Made Maps. Auf jeden Fall. Vielleicht ist da noch was Cooles dabei. Aber das würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, was die Zukunft dazu bringen wird. Wir werden auf jeden Fall weiter Videos machen, aber ja, wie gesagt, welche Art und welche Rolle da halt auch Age und H3 insbesondere halt spielen werden, das müssen wir dann halt mal gucken. Ja, im Fokus steht halt, wir wollen Spaß an dem haben, was wir hier machen. Nur dann macht euch das auch Spaß und Anno macht uns im Moment sehr viel Spaß. Wir haben noch ein weiteres Projekt, aber ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt zeitlich takten. Kann sein, dass ihr das erste Video davon sogar schon gesehen habt, was wir jetzt irgendwie weitermachen wollen. Und H3
wie du gesagt hast, im April sind wir praktisch nur unterwegs und haben gar keine Zeit zum Aufnehmen. Und wenn wir mit H3 im Multiplayer wieder einsteigen, dann müssen wir da beide auch die Dedication haben, das zumindest einmal die Woche auch zu spielen. Und im Moment ist das einfach nicht absehbar, dass wir das hinkriegen. Und dann wäre halt der Frustfaktor recht riskant, weil man weit hinter dem zurückbleibt, was man mal spielerisch konnte. Und irgendwie, ja, das wollen wir halt nicht. Wir wollen halt Spaß haben an dem, was wir hier machen. Genau, so. Jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie auch noch die letzten Abend drei Seelen abgeschaltet. In dem Sinne wollen wir jetzt euch nicht weiter quälen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Genau, danke euch fürs Einschalten. Danke, dass ihr die historischen Schlachten mit uns durchgestanden habt. Die letzte Mission tatsächlich jetzt auch nochmal ein bisschen interessanter und spannender gewesen. Und also ein bisschen mehr Abwechslung irgendwie und auch gar nicht so easy am Anfang. Und auch in der Mitte und so und überhaupt. Genau richtig. Man sieht und hört sich in zukünftigen Videos, aber... Ja, danke euch. Passt auf euch auf und bis dahin. Macht's gut, auf Wiedersehen.